So, okay, ihr Lieben. Es geht weiter in dieser Serie über die Erkenntnis Gottes. Wir haben schon viel darüber gehört, wie wichtig die ist. Jetzt sind wir dabei, wie wir die bekommen. Wir haben gehört, dass der Heilige Geist als Geist der Weisheit und Offenbarung so extrem wichtig ist. Und dann jetzt der zweite Aspekt, das Wort Gottes, die Hingabe an das Wort. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen weitergehen. Bitte schlagt einmal auf Sprüche Kapitel 2. Wir hatten das schon kurz erwähnt. Und hier lesen wir einmal die ganze Passage bis Vers 11. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Dann verstehst du Gerechtigkeit und Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Denn Weisheit zieht in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir. Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg, vom Mann, der Verkehrtes redet. Das ist eine fantastische Passage, die all das zusammenfasst, wie dieser Lebensstil aussehen soll, den wir einüben wollen und sollen, um zu wachsen in der Erkenntnis Gottes. Es ist die Hingabe an das Wort Gottes, aber Hingabe in einem ganz, ganz praktischen Sinne, nicht nur, wo wir Bibelwissen aufsammeln, sondern wo wir uns hingeben, wie Jakobus sagt, um Täter des Wortes zu sein. Weil er sagt, die, die nur hören, aber die nicht im geringsten darauf achten, dass sie diese Dinge auch umsetzen, die betrügen sich selbst. Und leider haben wir so viele christliche Betrüger im Volke Gottes, die sich selber betrügen und dann oft auch andere betrügen, weil sie nicht die Wahrheit in sich haben. Und wir wollen uns hingeben, dass wirklich die Wahrheit Platz und Raum gewinnt in uns, dass wir Täter des Wortes werden. Eine besondere Betonung hier ist auf die Gebote. Wenn du die Gebote verwahrst, es gibt heute so viele irregeleitete Menschen, die sagen, Gott ist Liebe, Gebote gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber nicht aus diesem Buch. Und wir sollen wirklich darauf schauen, dass wir die Ordnung Gottes akzeptieren und dass wir da hineinkommen im Vertrauen einfach. Das ist gut für uns. Das hat er uns gegeben, weil er uns segnen will. Nicht, weil er uns irgendwie die Dinge schwer machen will, sondern weil er uns segnen will. Ich bin davon überzeugt, dass zum Beispiel Seelsorge ohne Jüngerschaft, ohne zu schauen, wie lebt dieser Mensch im Alltag, wie ist sein Umgang mit den Ordnungen Gottes, ja, absolut kontraproduktiv ist. Es geht nicht darum, isolierte Lebensprobleme zu lösen, sondern es geht darum, einen Mensch einfach in die Ordnung Gottes hineinzubringen. Und dann müssen wir nicht alle Hintergründe verstehen. Seine Probleme werden sich auflösen, weil er in die Ordnung Gottes hineinkommt. So, wenn du in Gesprächen bist mit Menschen und die suchen Hilfe, sei mutig, mach es wie Paulus. Der kommt zu diesen Jüngern da in Ephesus und merkt, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und er fragt, habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und selbst wenn du weißt, der kommt aus dem Evangelikallager, frag trotzdem. Weil Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Sprachengebet ist nicht eine Option für Pfingstler und Charismatiker, es ist der Wille Gottes für alle seine Kinder. Und wenn jemand nicht nach dem Willen Gottes fragt und sucht und sich bemüht, in den Willen Gottes hineinzukommen, warum soll man dann hinterm Komma die 15. Stelle irgendwie bearbeiten und irgendwelche Peanuts versuchen zu lösen, wenn das Große und Ganze einfach nicht stimmt? Christsein heißt, ich begebe mich in die Ordnungen Gottes. Ich nehme Gott als meinen Herrn ernst. Und da kann ich doch nicht sagen, ja, da gibt es Gebote, die sind nicht so wichtig. Ja? Fragt nach. Paulus fragt, habt ihr den Geist empfangen? Und als er merkte, sie wussten davon überhaupt noch nichts, er geht noch eine
Stufe weiter zurück und sagt, seid ihr überhaupt getauft? Er fragt nach Taufe, fragt nach Taufe. Ich mache keine Seelsorge mit Menschen, die nicht bereit sind, sich taufen zu lassen. Ich weigere mich. Warum sollte ich das tun? Jesus ist der Herr, er hat einen Glauben verordnet. Und da kann ich doch nicht kommen, ja, ich nehme jetzt meine Babysprengelung und ich denke, das ist meine Taufe. Mir ist egal, was du denkst, was denkt Gott? Er ist der Herr und er hat klar definiert, was Taufe ist. Schau mal, in diesem Fall in Ephesus, Apostelgeschichte 19, die waren getauft, aber es war die falsche Taufe. Es war die Taufe des Johannes, die Taufe auf die Buße, ja, die Taufe zur Vorbereitung, das war für die Juden diese Taufe des Johannes. Und obwohl sie äußerlich die gleiche Form hatte, hat Paulus nicht großzügig gesagt, naja, wisst ihr, also technisch gesehen, der Vorgang ist ja, hat ja stattgefunden. Wir werden jetzt einfach auf Taufe des Johannes ein neues Etikett kleben und jetzt habt ihr die neutestamentliche Taufe. Wir nennen das Ding einfach um. Nein, er hat gesagt, Leute, ihr seid nicht getauft. Im Sinne des Neuen Testamentes, im Sinne einer Nachfolge Jesu, seid ihr nicht getauft und jetzt müsst ihr getauft werden. Und die waren demütig genug, diese Ermahnung anzunehmen. Und dann hat er für sie gebetet, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und sie haben in neuen Sprachen gesprochen. Gottes Ordnung ist gut. Wir müssen das nicht in allen Einzelheiten verstehen, aber Gottes Ordnung ist gesund und heilsam. So, wir wollen darauf achten, wenn wir Menschen in Jüngerschaft anleiten, dass sie wirklich die Gebote Gottes ernst nehmen und nicht einfach Bibelstudium machen und irgendwie sich füllen mit Bibelwissen, sondern wie sieht's aus mit den praktischen Schritten dann? Zu dienen, zu segnen, zu vergeben, Eltern zu ehren, Ehre Vater, Mutter, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst auf Erden. Frag die Leute, möchtest du ein gutes Leben haben? Ja, dann muss deine Gesinnung zu deinen Eltern sich ändern. Ja, aber du weißt nicht, was sie mir angetan haben. Nein, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Aber hier steht nicht, wenn deine Eltern besonders ungerecht waren, dann bist du befreit von diesem Gebot. Das steht da nicht. Und man kann Eltern ehren, die nicht perfekte Eltern waren und die schlimme Dinge gemacht haben. Man kann das. Weil Gott gibt Gnade. Alle Gebote sind eine Verheißung. Jedes Gebot heißt, Gott lehrt dich, gibt dir Weisheit und Kraft, dieses Gebot zu erfüllen. Weil Gott gut ist und weil Gott gerecht ist. So, wir wollen ein Augenmerk legen auf die praktischen Dinge des Lebens. Hingabe an das Wort Gottes, den Verstand anrufen. Das heißt, wer muss den Verstand anrufen, bei dem der Verstand irgendwie nicht dabei ist? Der ist irgendwo anders. Er hat den Verstand verloren. Jetzt muss er rufen. Verstand, komm du zurück. Gib mir Verständnis, hilf mir. Das ist selig, sind die Armen, sind im Geist. Wir beanspruchen nicht irgendwas zu wissen. Wir beanspruchen nicht irgendwas zu haben. Aber wir haben Christus und mit ihm haben wir alles. Wir wollen ihn haben. Erleuchte mir den Sinn und das Verständnis, dass ich verstehe, was dein Wille ist. Heute Morgen, das hat mir so gefallen, dass wir Kolosser 1 gebetet haben. Ist dir das aufgefallen? Das ist genau das, was wir sagen, Offenbarung braucht es. Warum muss man beten, dass Menschen erfüllt werden mit dem Willen, mit Erkenntnis des Willens Gottes? Wir könnten auch sagen, lies diese 30 Seiten in der Bibel und dann kennst du den Willen Gottes. Man kann das 10-mal lesen, man kann das 100-mal lesen, wenn das Herz verkehrt ist und wenn da keine Sehnsucht ist, diese Dinge wirklich zu tun, dann liest man und liest man und liest man und versteht gar nichts. Und erkennt vor allem nicht, wie weit man weg ist von diesem Willen Gottes und in welcher Rebellion man ist gegen den Willen Gottes. Es braucht Offenbarung über den Willen Gottes. Den Verstand zu füttern mit den Geboten, das schaffst du in 20 Minuten. Aber bis das in deinem Herz ankommt und du erkennst in der Situation, was das bedeutet mit deinen Worten, mit deinem Haltung anderen Menschen gegenüber und so weiter und so weiter. Dafür braucht es den Heiligen Geist und deswegen muss das erfleht werden und man betet darum. Noch auf eins will ich hier hinweisen. Ein grandioses Geschenk. Vers 11, Besonnenheit wacht über dir.
Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg. Wenn wir uns hingeben an das Wort Gottes, wenn wir danach trachten, voll zu werden vom Wort Gottes, dann haben wir einen Wächter. Also einen Wächter in aktuellen Situationen zu haben, ist viel, viel besser, als am Abend jemanden zu haben. Du, denk mal, die Situation war nicht das Gold vom Ei, ne? Das war nicht das Beste. Das war nicht gut. Aber in der Situation, bevor wir etwas sagen, bevor wir etwas entscheiden, bevor wir etwas tun, einen Wächter zu haben, der uns Besonnenheit gibt und der sagt, du, schau mal, hier hast du jetzt eine Wahl. Was willst du wählen? Was wird die Konsequenz sein, wenn du das wählst? Was wird die Konsequenz sein, wenn du das Gegenteil wählst? Wie sieht Gott das Ganze? Wozu rät Gott dir? Was möchtest du haben? Dass wir innehalten können, bevor wir Entscheidungen treffen. Weil der Geist der Besonnenheit, der Heilige Geist, wacht über uns. Und er öffnet uns die Augen. Und er zeigt uns Situationen. Und er sagt, wenn du jetzt diesen Weg gehst, wird es die Konsequenzen geben. Wenn du diesen Weg gibst, gibt es diese Konsequenzen. Was für ein Segen, wenn wir Besonnenheit als unseren Ratgeber, als unseren Wächter haben und wir nicht immer spontan irgendwas tun, so aus dem Bauch heraus und denken, ja, es wird schon gut gehen. Gerade was unsere Worte angeht. Gib mir einen Wächter vor meine Lippen, hat David gebetet, weil er wusste, da kann so schnell was Verkehrtes rauskommen, was Zerstörung anrichtet, wo man hätte denkt, Mann, hätte ich das nicht gesagt, das war jetzt nicht gut, das war nicht hilfreich, das hat verletzt, das hat gedemütigt. Wir brauchen diesen Geist der Besonnenheit, der rettet uns vom bösen Weg. Wir werden geleitet vom Heiligen Geist. Halleluja, das ist so ein Segen. Da ist noch so viel mehr drin in dieser Passage, aber ich will zu anderen Dingen kommen. Aber ich möchte euch ganz, ganz, ganz dringend dieses Buch empfehlen. Das ganze Buch geht über Sprüche Kapitel 2 und es erklärt auf eine sehr, sehr praktische, wunderbare Art und Weise, wie der Lebensstil aussieht, der dazu führt, dass Gott uns Erkenntnis seiner selbst geben will. Es ist Corrie Russell, dem Heiligen nachjagen, und wir haben das vorher angekündigt, der Büchertisch hat sich mit einer Palette voll Büchern eingedeckt. So, du kannst nehmen, du kannst gleich ein paar mitnehmen für Weihnachten, was demnächst kommt. Ich lese etliche Bücher und ich habe viele Bücher in den letzten 20 Jahren in den Fingern gehabt. Dies ist mit Abstand eines der besten Bücher, das ich in den letzten 20 Jahren in der Hand gehabt habe. Ich habe es viele Male gelesen und lese immer wieder da drin. Und es ist ein Buch, wirklich, was zeitlos ist. Ich garantiere dir, auch in 10 Jahren wird es noch ein Renner sein. Oder vielleicht nicht ein Renner, aber eine Kostbarkeit für die, die auf dem Weg sind, den wir hier beschreiben. Corrie Russell, dem Heiligen nachjagen. Er ist ein langjähriger, bewährter Mitarbeiter im IHOP, International House of Prayer in Kansas City, bei Mike Bickle. Und ich kann das nur empfehlen. Wir haben dieses Buch auch auf Russisch rausgebracht. Und auch da ist es ein Segen. Also deckt euch ein, da oben findet ihr es. Ich bin kein Buchhändler und ich kriege keine Provision oder Prozente. Ich mache das für dich. Okay. So, wir haben gesagt, das Wort Gottes ist voller Leben, es ist voller Kraft und es hat die Fähigkeit, in dir zu wirken. Es hat die Fähigkeit, in dir Dinge zu verändern, dir Licht zu geben, dir Verständnis zu geben, dir Motivation zu geben, dir Eifer zu geben, dir Entschiedenheit zu geben. All das wirkt das Wort Gottes in dir. Alles, was du tun musst, dich zu öffnen, es aufzunehmen, damit Zeit zu verbringen, es zu bejahen, es anzunehmen, es in deine Gebete zu tun, es wirklich als das Reden Gottes zu sehen und Gott dann mit dem Wort eine Antwort zu geben und dem Heiligen Geist zu erlauben, dieses Wort zu einer Realität in deinem Herzen zu machen. Wenn wir erst einmal das verstanden haben, unsere Probleme sind nur in unserem Herzen, nirgendwo sonst, nur in unserem Herzen. Und wenn da die Wahrheit durchbricht, wenn da die Wahrheit zu Hause ist, wenn da das Licht scheint, werden sich Dinge ändern in unserem Leben.
Das ist nicht einfach, das kostet Überwindung, weil sobald du dich hingibst zu einem Lebensstil des Gebetes und der Anbetung und des Wortes, wirst du auf diesen massiven Widerstand des Fleisches treffen. Das Fleisch will nichts mit dem Wort zu tun haben. Das Fleisch erzeugt eine solche Woge und einen solchen Schwall von Unlust. Und deswegen müssen wir hingegeben sein. Wir gehen nicht nach Gefühlen, wir gehen nach Wahrheit. Es ist richtig, so mit dem Wort umzugehen, deswegen tue ich das. Und ich frage nicht, ja, habe ich heute Lust dazu? Macht das Spaß? Viele Male ist es Mühe und es ist harte Arbeit. Aber wenn es dann wieder einen neuen Durchbruch gibt, das Wort wird so lebendig, so saftig, so erfrischend und belebend und ermutigend, dass du sagst, ja, mehr davon, Halleluja. Das Wort soll eine Kraft werden, die in dir wirkt und dich motiviert und erfreut. All diese Eigenschaften hat das Wort Gottes und diese Eigenschaften werden nur dann freigesetzt, wenn du mit dem Wort so umgehst, wie Gott geboten hat, dass du mit dem Wort umgehst. Ansonsten wird es langweilige Druckerschwärze in deiner verstaubten Bibel bleiben und du hast nichts davon. Es sind alle Schätze da, aber du hast nichts davon, weil sie nicht lebendig werden in dir. So dieser Lebensstil mit dem Wort Gottes, das ist der Schlüssel, das ist die Essenz, das ist wahre Jüngerschaft. Wenn ihr bleibt an meiner Rede, dann seid ihr meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 4, dort wird an die jungen Männer geschrieben. Das war nicht die Jugendgruppe der Gemeinde, sondern das ist eine geistliche Reifestufe. Es gibt Babys, Kleinkinder, Jünglinge und Väter. Natürlich auch Mütter. Und es heißt von diesen jungen Männern, dass sie stark sind. Und das Wort Gottes bleibt in ihnen. Und sie haben deswegen den Bösen überwunden. Jesus hat am Kreuz von Golgatha mit dem Teufel etwas getan, was kein Mensch tun konnte. Und was niemand wiederholen muss. Und trotzdem redet das Wort Gottes davon, dass Gläubige, wenn sie heranwachsen, sie müssen in die Reife kommen und für sich selber den Teufel überwinden. Niemand kann das für dich tun. Du musst stark werden im Geist und du überwindest den Teufel, was dein Leben angeht. Und nur dann werden die Barrieren beiseite geschoben und du kommst in deine Berufung hinein. Und weil Unmündigkeit im Moment noch der normale Standard ist, deswegen ist es eher eine Ausnahme heutzutage, dass Gläubige in ihre Berufung kommen. Ich glaube, dass mindestens 80%, wenn nicht noch viel mehr, von Gläubigen in ihrem ganzen Leben niemals in ihre Berufung kommen. Das hängt damit zusammen, dass wir Gemeindestrukturen haben, die nicht daran interessiert sind, dich in deine Berufung zu bringen, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir nicht studieren, was das Wort Gottes sagt, wie wir als Jünger leben sollen, um unsere Lebensprobleme, die durch Sünde entstanden sind, zu überwinden und um dann in unsere Berufung zu kommen, in unseren Dienst, in den Plan Gottes. So, wenn diese Dinge Standard werden, wenn das sich durchsetzt im Land, eine solche Explosion von Diensten wird stattfinden. Ja? Weil Gott hat Projekte, die nicht erfüllt werden können, weil die Mitarbeiter nicht da sind, weil die Menschen nicht durch diesen Prozess der Reife gegangen sind und jetzt fähig sind, Dienste zu übernehmen, Dienste zu leiten und Projekte zu stemmen im Reich Gottes mit der Hilfe und der Weisheit und der Gnade Gottes. Das sind so viele Dinge, die Gott tun möchte. So viele offene Türen, so viele Nöte. Und es fehlt das Personal, es fehlen die Leute. So sag du, ich will mein Leben nicht verschwenden, ich will nicht umsonst leben, ich will nicht einfach nur einen Stuhl wärmen, treu und pünktlich. Ich will mehr, ich will in das hinein, was Gott für mich hat. Ich will Frucht bringen, ich will ein Kanal des Segens sein. Ich habe die Berufung und den Segen von Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein für andere, in welcher Form auch immer. Aber Gott hat vor, durch dich andere zu segnen. Das kann aber nur stattfinden, wenn du hineinkommst in die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, du lernst,
dein Leben zu managen, du lernst dein Leben zu leiten, du lernst ein Lebensstil des Jüngers und das nicht ein paar Wochen oder zwei Jahre, sondern über Jahre und Jahre und Jahre und du bist so überzeugt davon, dass das richtig ist, dass du sagst, das werde ich nie wieder aufhören. Das tue ich bis an mein Lebensende. Das ist die Herausforderung. Gut anzufangen ist einfach, aber gut aufhören ist die Kunst. Wir wollen, wie Paulus das sagt, im Gutes tun nicht müde werden. Nicht müde werden im Gutes tun. Und das Beste, was wir tun können, die Gegenwart Gottes zu Hause zu suchen, an Tagen, wo wir keine Lust haben. An Tagen, wo alles in uns sagt, heute ist das Gebet so knochentrocken, wie es noch nie gewesen ist und das kann ja nicht funktionieren und das ist nicht gesegnet. Ich breche lieber ab und versuche morgen wieder. Lass dich nicht manipulieren vom Feind. Lass dich nicht manipulieren vom Fleisch. Glaube nicht der Lüge, wenn du dich durchkämpfst und du singst dein kleines Halleluja und du betest deine armseligen Gebete, dass das nicht zählt. Lass dich nicht belügen. Dran zu bleiben im Wort und im Gebet, in Dürrezeiten, wo du nichts erlebst, wo du hier nicht wie hier fliegst wie ein Adler und erfrischt bist und im Strom des Geistes bist. Diese Zeiten sind für dein geistiges Wachstum extrem wichtig. Extrem wichtig. Früher habe ich eine irrige Anschauung vertreten und habe gesagt, Gebete, die dich nicht bewegen, bewegen nicht das Herz Gottes. Ich habe Buße getan. Das ist eine Irrlehre, das ist verkehrt. Du kannst im Bedrängnis sein und der Feind um dich rum schießt aus allen Rohren und dir geht's wirklich nicht gut. Aber du sagst, Herr, ich sehe auf dich, ich glaube dir, ich vertraue dir, du bist da, du bist gut, du bist treu. Deine Verheißungen werden sich erfüllen in meinem Leben. Und du bist nicht überwältigt von deinen eigenen Gebeten, aber Gott ist es. Aber Gott ist es. Ihm ist das wichtig, ihm ist das kostbar. So lass dich nicht belügen vom Feind und von meinen alten Irrlehren, sondern glaube das, was das Wort Gottes sagt. Gott schaut auf deine Gebete, er sieht dein Herz an, lerne zu überwinden. Und es gibt Zeiten der Dürre, die nicht zu tun haben mit Sünde, sondern die damit zu tun haben, dass Gott sich für eine Weile verbirgt. Warum? Damit du lernst zu überwinden, damit du lernst durchzugehen, damit du wieder zeigen kannst, du bist nicht abhängig von schönen Gefühlen. Sondern du bist abhängig von ihm und du suchst ihn, weil er dein Gott ist, weil er es wert ist, angebetet zu werden in guten und in schlechten Tagen. Halleluja, Halleluja. So, wir wollen stark werden, wir wollen heranwachsen im Geist und wir wollen überwinden, wir wollen den Teufel überwinden. Halleluja. Wir haben gesagt, die Furcht des Herrn, die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Ohne Furcht Gottes kommt keine Erkenntnis. So lass uns ein bisschen nachdenken über Furcht Gottes. Warum ist Furcht Gottes so, so, so wichtig? Furcht Gottes ist eine Herzenshaltung, die Gott absolut kostbar ist und die er in dir hervorbringen möchte, um deinetwillen, aber noch viel mehr um seinetwillen. Furcht Gottes bedeutet, ich habe diese Gesinnung wie Jesus. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, was dem Vater gefällt, sagt Jesus. Alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war die Gesinnung Jesu. Und das heißt, auch wenn der Vater mir Aufträge gibt, die schwierig sind, die Widerstand hervorrufen, die mir Verfolgung bringen, die mir Ablehnung bringen, die mir Leid bringen, die mir Schmerzen bringen. Ich halte fest an dem Willen des Vaters. Ich ehre den Vater. Und diesen Weg ist Jesus bis zum Kreuz gegangen. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und der Heilige Geist ist in unser Leben gekommen, in dein Leben, in mein Leben, um diese Gesinnung hervorzubringen. Um das geht es. Um das geht es. In Sprüche heißt es irgendwo zweimal sogar, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Wie zutreffend könnte man das nehmen als ein Banner über das Leben von Jesus. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Und wenn wir ihn erfreuen wollen, dann heißt das auch, negativ ausgedrückt, wir wollen ihn nicht verunehren.
Wir wollen ihn nicht beleidigen. Wir wollen ihn nicht kränken. All das sind Begriffe aus der Bibel, die beschreiben, wie sehr wir Acht haben müssen auf unsere Beziehung zum Herrn. Und wir brauchen das richtige Gottesbild, das ist so wichtig. Wir brauchen dieses Bild von Gott. Gott ist zwar groß, Gott ist allmächtig, Gott ist gewaltig, Gott hat Gemeinschaft mit Millionen von Menschen gleichzeitig, aber er sieht mich und ich kann ihn erfreuen, ich kann ihn betrüben, ich kann ihn beleidigen, ich kann ihn verraten, ich kann ihn kränken. Das Wort Gottes sagt, oder der Herr klagt, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Wenn Gott so etwas empfunden hat in Bezug auf Israel im Alten Testament, ist er heute nicht gekränkt, wenn Christen dem Materialismus hinterherlaufen und denken, sie brauchen mehr Plunder und mehr Zeugs, um ein besseres Leben zu haben? Ist das etwas anderes? Wenn Leiter in Zentralasien, wo ich diene, aus dem Land weglaufen, weil sie sagen, hier kann man nicht leben und wir müssen nach Kanada, da liegt das Geld auf der Straße, da will Gott uns segnen und sie laufen weg und lassen ihre Herde im Stich. Ist es Gott egal? Er sagt, ihr lauft einem Götzen nach, ihr habt einen Irrglauben, ihr denkt, ein gutes Leben kommt durch gute Umstände. Ein gutes Leben kommt nicht durch gute Umstände. Sonst gäbe es keine Millionäre, die sich umbringen. Ein klarer Beweis. Ein gutes Leben kommt, wenn wir danach trachten, im Zentrum des Willens Gottes zu sein. Dann kommt ein gutes Leben. Ein besseres Leben gibt es nicht, als im Zentrum des Willens Gottes. Der Prophet kommt zu David und sagt, durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. So die Sünde hat eine Auswirkung auf Gott, weil der Feind dadurch Gelegenheit bekommt, sich hinzustellen und Gott zu lästern. Und zu sagen, so das sind jetzt deine Treuen, das ist deine Armee, das sind die, die zu dir halten. Na, herzlichen Glückwunsch. Und wenn Gott klagt in Jesaja 52, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Und du lernst das zu lesen mit dem Heiligen Geist, dann begreifst du, das ist ein Schmerz Gottes, das tut ihm weh. Das Volk Gottes, das herrschen soll über seine Bedränger, unterwirft sich den Feinden und wird gedemütigt, kommt in den Staub, kommt in Ketten und wird ausgeplündert. Und Gott sagt, ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Es ist so wichtig, dass wir dieses Bild von Gott bekommen aus der Bibel. Er ist groß und allmächtig, aber trotzdem empfindsam und berührbar. Und meine Taten, meine Worte, mein Leben haben eine Auswirkung auf ihn. Das kann ja gar nicht sein, wenn er Millionen von Menschen hat, mit denen er Umgang hat. Wie soll er da meine Taten wahrnehmen? Ja, du denkst aus deiner Perspektive, Gott ist unendlich. Und Gott kann sich auf dich einstellen, als wärst du der einzige Person auf diesem Planeten. Und dasselbe kann er mir gegenüber tun und dir gegenüber tun und dir gegenüber. Und wir alle haben ihn, als hätten wir nur ihn und er hätte nur uns. Und man hat diese schreckliche Möglichkeit, einfach Gott Schmerz zuzufügen. Warum sagt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist? Warum? Weil ihm das wehtut. Weil ihm das wehtut. Er wird gequält. Wenn wir uns hinsetzen und lassen uns vom Drachen anhauchen und lassen uns berieseln von dieser Jauche dieser Welt und schauen uns Sexblatt in Kreim an und denken, das ist Entspannung und das ist Feierabend. Der Heilige Geist in dir muss das alles mit anschauen. Du zwingst ihn, weil Jesus gesagt hat, er kommt und er bleibt in dir. Ja, was kann ich denn danach gucken? Ganz einfache Regel. Manche Leute sagen, ja, gib mir eine Liste von koscheren Fernsehsendungen, die man noch gucken kann oder Filme. Du brauchst nicht das, du brauchst Freundschaft zum Heiligen Geist. Und jeden Film und jedes Fernsehprogramm, das du anschauen kannst, händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist.
Und während des Films, ist das nicht niedlich, ist das nicht schön, ist das nicht amüsant? Wunderbar, danke, dass wir beide hier zusammen das genießen können. Jeden Film, den du nicht in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist anschauen kannst, ist nichts für dich. Das ist die Regel, ist ganz einfach. Die Regel der Liebe. Nicht, ja, gib mir eine Lichte und dann gucke ich. Das macht keinen Sinn. Wir müssen ihn kennenlernen, wir wollen ihn nicht betrüben. Und er wird uns sagen, merkst du nicht, was das für ein Schwachsinn ist? Merkst du nicht, wie ekelhaft das wird? Wie gehen die miteinander um? Wie kannst du daran Freude haben, Sünde dir anzuschauen? Und Menschen sündigen und beleidigen sich und zerstören sich mit schrecklichen Worten des Fluches und des Verwünschens. Gott hat keinen Genuss an sowas. Und die, die ihn kennen, auch nicht. So, wenn wir an so etwas Genuss haben, lass uns das als ein eindeutiges Indiz dafür nehmen, wir sind noch nicht im Einklang mit ihm, wir kennen ihn noch nicht wirklich. Unser Geschmack ist sehr, sehr anders als sein Geschmack. So, das ist so wichtig, diesen Aspekt von Gott kennenzulernen. Er ist hochempfindsam. Er ist nicht empfindlich, aber er ist empfindsam. Und es gibt Dinge, die ihn beleidigen, die er nicht ausstehen kann, die er hasst, die für ihn ein Greuel sind. Und an dieser Stelle sehe ich einen der größten Defizite in dieser modernen Gnadenrevolutionsbewegung. Sie haben ein falsches Bild von Gott. Sie sehen Gott nicht als den, den man beleidigen kann. Ich gebe dir mal ein Zitat aus seinem Buch, was es leider auch auf Deutsch gibt. Ein gewisser Andrew Farley, das nackte Evangelium, und dann kommt auf dem Cover die Verheißung, das ist jetzt Jesus pur, 100%. Ist es leider nicht, sondern es ist verdreckt und vermüllt und entstellt. Und dort gibt es ziemlich am Anfang dieses Buches einen Fragebogen. Und mit diesem Fragebogen kannst du ja, nein antworten und dann stellst du fest, ob du religiös bist. Und einer dieser Aussagen. Es sind Aussagen und die kannst du bewerten mit wahr oder falsch. Und eine der Aussagen ist, Christen sollten Gott um Vergebung bitten, wenn sie gesündigt haben. Und dann steht drunter, wahr oder falsch, triff eine Wahl. Und wenn du sagst, wahr, dann liest du zwei Seiten weiter, es war falsch. Nach seiner Meinung. Hallo. Da wird ein Gott uns vor Augen gemalt, der nicht der Gott der Bibel ist. Sorry, aber das ist keine Kleinigkeit. Ja. Wenn wir gegen Gott gesündigt haben, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm, bis wir wieder Buße tun. Wahr oder falsch? Was sagt die Bibel? Eure Sünden scheiden euch von mir. Deine Sünde hat keine Auswirkung auf das Herz Gottes. Aber auf die Frage Gemeinschaft sehr wohl. Und wenn du diesen Unterschied nicht kennst zwischen der Liebe Gottes und dem Wohlgefallen Gottes, dann bist du noch in großer Verwirrung. Und du musst diesen Unterschied aus dem Wort kennenlernen. Gottes Herz ist für dich, egal was du tust, ganz egal was du tust. Gottes Herz ist für jeden Ungläubigen. Aber mit denen, die sagen, sie glauben an ihn und sie vertrauen ihm, und erlauben sich dann einen Lebensstil gegen ihr eigenes Gewissen, gegen die Ordnungen, die in der Heiligen Schrift beschrieben sind. Sie leben bewusst und vorsätzlich in Sünde. Gott hat keine Gemeinschaft mit ihnen. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann glaub dem Wort. 2. Korinther, Kapitel 6. Du kannst die ganze Passage in Ruhe zu Hause lesen, ab Vers 14, wo es eben immer dieser Kontrast ist zwischen Welt und Gemeinde, Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Licht, Finsternis, der Tempel Gottes und die Götzenbilder und so weiter. Jetzt lesen wir einmal 16b, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist die Verheißung. Ich werde unter ihnen wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen.
Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Von was redet ihr hier, wenn er sagt, ich werde euch annehmen? Ich werde Gemeinschaft haben. Er sagt nicht, dann ändert sich mein Herz und ich fange an, dich zu lieben. Gott hat dich geliebt, als du Sünder warst. Und er liebt Sünder. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber wenn du sagst, ich gehöre zu ihm und du lebst in Unreinheit, dann sagt er zu dir, rühr Unreines nicht an, sondern dich ab. Und dann werde ich dich annehmen. Dann komme ich, dann wandle ich bei dir. Dann bin ich dein Gott und dann bist du mein Sohn oder meine Tochter. Hier sehen wir ganz, ganz klar, die Bedingung für Gemeinschaft mit Gott ist ein sich ausstrecken nach Übereinstimmung mit seinen Werten, einer Übereinstimmung mit seinen Standards, mit seinem Wort. Und es gibt viele, viele andere Passagen, die in ähnlicher Weise das betonen. Und wie kommen Menschen auf solche Ideen? Sünde hat keine Auswirkung auf meine Gemeinschaft mit Gott. Weil sie Gott nicht kennen, weil sie den Gott der Bibel nicht kennen, weil sie ihre Bewegung mehr lieben und mehr schätzen als das Wort Gottes. Weil sie mehr ihre Lieblingsideen über Gott schätzen als das Wort selber. Das Wort alleine ist imstande, uns ein richtiges Bild von Gott zu geben. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen über Gedanken, die wir so aufnehmen, die scheinbar sehr befreiend irgendwie erscheinen. Sind die wirklich in Übereinstimmung mit dem Wort? Ist das wirklich Bibel? Ist das, was die Apostel gelehrt haben? Und ganz offensichtlich haben die Apostel nicht sowas gelehrt. Egal, ob du Sünde hast oder nicht, mit Gott kannst du Gemeinschaft haben. Das hat keine Auswirkung auf deine Beziehung zu Gott. Was ist das überhaupt für ein Bild von Beziehung? Was für ein Verständnis? Stell dir mal vor, meine Frau, die hat mich geheiratet, die sagt ja zu mir, die liebt mich, die wird mich immer lieben, sie hat mir das versprochen, ich glaube ihr das. Die wird mir alles vergeben. Sage ich deswegen, wenn ich irgendwann mal ein unfreundliches, gereiztes Wort gesagt habe, jetzt brauche ich nicht um Vergebung bitten, weil sie liebt mich ja. Nein, da steht was dazwischen, da ist was. Sünde richtet eine Wand auf, ob das zwischen Menschen ist oder zwischen Mensch und Gott. Und ich kann doch nicht sagen, weil ich weiß, dass meine Frau für mich ist, deswegen muss ich jetzt nicht hingehen und sie um Vergebung bitten. Doch, ich habe ihr etwas angetan und ich muss um Vergebung bitten und ich will es auch tun, weil ich will, dass diese Wand wegkommt. Was für eine Idee mit Gott. Gott hat dir sowieso schon alles vergeben, alles deine zukünftige Sünde. Also brauchst du nicht mehr zu vergeben oder sogar, es ist Sünde, wenn du jetzt deine Sünde Gott bekennst. Hallo. Lass uns aufwachen und lass uns sagen, nein, wir bleiben beim Wort, pur, 100%. Nicht beim Buch, das nackte Evangelium, das vorgibt, pur zu sein, aber es ist nicht pur, es ist verdreckt. So, das ist ein Beispiel einfach davon, wie wichtig das ist, genau hinzuschauen und zu sehen, was sagt das Wort Gottes über unsere Beziehung mit ihm und was hat das mit Sünde zu tun. Okay, lass uns noch einmal zurückgehen oder weitergehen in dem Gedanken oder dem Begriff der Furcht des Herrn. Wir haben schon 5. Mose 17 mindestens zitiert und da sehen wir die Kraft des Wortes Gottes, die Hingabe an das Wort Gottes. Und dort heißt es im Vers 19, durch diese Hingabe an das Wort Gottes lernt er, der König, seinen Gott zu fürchten. Und er lernt, in Demut zu kommen. Durch die Furcht des Herrn lernt er, Gott zu fürchten und die Worte und die Gesetze und die Satzungen zu beobachten und sie tun. Das ist genau das, was an anderer Stelle beschrieben ist über die Wirkung der Furcht des Herrn. Sprüche 16, Vers 6. Zweiter Teil B. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Die Furcht des Herrn ist die Kraft Gottes in dir, die dir hilft, Abstand zu nehmen vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Jeremia 32, eine der mächtigen Verheißungen im Alten Testament im Hinblick oder auf den neuen Bund.
Was ist der neue Bund? Was ist das Wesen des neuen Bundes? Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich will meine Furcht in ihr Herz legen. Wofür? Wofür soll das gut sein? Dass sie nicht von mir abweichen sollen. Genau der gleiche Gedanke. Die Furcht Gottes hilft dir, dich nicht zu entfernen vom Herrn, nicht großzügig zu werden, nicht Kompromisse zu machen, nicht zu sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber in meinem Falle, und ist ja nur ein bisschen, wir rechtfertigen und entschuldigen Sünde nicht. Wir sind klar und wir wollen sie beurteilen im Lichte des Wortes Gottes. So die Furcht des Herrn in unser Herz, damit wir nicht abweichen vom Herrn. Das ist die Kraft der Furcht des Herrn. Sprüche 18, Vers 13, jetzt kommt die letzte, tiefste, eigentliche Erklärung. Wie funktioniert das? Wieso bringt die Furcht des Herrn mich dazu, nicht zu weichen vom Herrn, seine Ordnungen zu beachten, in Verbindung mit ihm zu bleiben, nicht abzuweichen von ihm? Warum? Wie macht die Furcht des Herrn das, dass ich bei ihm bleibe oder dass ich mich vom Bösen fernhalte? Die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Das ist, was die Furcht des Herrn hervorbringt. Ein Hass auf das Böse. Stolz und Übermut und schlechten Wandel und ein verdrehtes Maul hasse ich. Wenn wir Gott erkennen, in seinem Grimm über Sünde, dass er Sünde nicht ertragen kann, dass Sünde für ihn wirklich so etwas Ekelhaftes und Abstoßendes ist und er will nichts mit Sünde zu tun haben. Wenn wir ihn so erkennen und uns ihm hingeben und erlauben, dass sein Wort in uns arbeitet, dann wird unser Geschmack verändert, unsere Bewertung von Dingen werden verändert. Wir bekommen Klarheit und wir können diese Lustangebote, die ja mit jeder Sünde kombiniert sind, jede Sünde ist deswegen attraktiv, weil sie ein bisschen Lust verspricht. Die Gefährlichkeit der Sünde besteht darin, dass sie Lust macht. Wenn Sünde keine Lust geben würde, wir würden viel, viel weniger sündigen. Lust ist der Köder, ja, mit dem wir geködert werden sollen. Ja. Und das scheint so schön und so attraktiv und so schmackhaft zu sein, dass wir den Verstand verlieren und nicht weiterdenken und sehen, was da wirklich dahinter ist. Wir schauen nur auf das vordergründige Lustangebot, aber nicht, wie beurteilt Gott das und was sind die Folgen davon und wie wird es enden, diese ganze Angelegenheit. Wenn wir das von Anfang an sehen würden, wir würden sagen, ja, kleine Lust, aber großes Dilemma hinterher, brauche ich nicht mehr. Habe ich genug gehabt, fertig damit. Das ist, wie wir lernen, uns reinzuhalten. Wir durchschauen mit der Hilfe des Wortes Gottes diese trügerischen Lustangebote, diese Schnäppchen des Teufels, die so attraktiv aussehen. Weil Gott uns Weisheit gibt, weil er uns Verstand gibt, weil er uns Besonnenheit gibt. Und wir sehen das Ende an. Wir sehen, was kommt am Ende dabei raus. Und wir sagen, das will ich nicht. Ich will nicht Gott beleidigen für ein bisschen Lust. Ich kenne Menschen, die für ein bisschen Lust im Bett mit einer fremden Frau alles verloren haben. Ihren Dienst, ihre Gemeinde, ihre Ehefrau, den Respekt der Teenagerkinder, ihren guten Namen, die alles verloren haben für ein paar Minuten Lust. Sünde ist absolut unintelligent. Sie macht keinen Sinn. Es ist verrückt. Aber wenn wir auf der Gefühlsebene leben, dann werden wir angesprochen von diesem Lustangebot und der Verstand schaltet sich aus und wir greifen zu, bevor wir überhaupt nachgedacht haben. Wenn wir den Heiligen Geist kennenlernen, wenn das Wort in uns wohnt, dann ist der Geist der Besonnenheit da und er sagt, hallo, siehst du, dass das eine Versuchung ist?
Überlege, was du jetzt wählen willst. Überlege, was dabei rauskommt. Überlege, was die Folgen sein werden. Willst du das wirklich haben? Überlege, triff eine gesunde Wahl. Der Geist der Besonnenheit macht etwas ganz Spezielles. Er lässt dich im Alltag, in der Situation erkennen, hier ist jetzt eine Versuchung. Versuchung ist eine Einladung zur Sünde. Und du hast auf einmal, ganz anders als früher, du hast auf einmal Zeit genug. Und dein Berater ist da, der Geist der Besonnenheit. Und er sagt, hallo, siehst du das da? Jetzt lass uns nachdenken. Was möchtest du jetzt tun? Was soll am Ende dabei herauskommen? Das ist wie wenn dein Leben in Zeitlupe abläuft. Und du hast Zeit genug. Aha, da ist die Versuchung. Danke für den Hinweis. Habe ich gar nicht gesehen. So, was ist jetzt das Lustangebot? Was wird passieren, wenn ich das annehme? Und du denkst das durch und die Gegenwart Gottes ist da und Gott sagt, pass jetzt gut auf, ich bin bei dir, halt dich fest, komm, nichts wie weg hier. Wir drehen uns um, wir gehen einen anderen Weg. Der Heilige Geist als Geist der Besonnenheit, er leitet dich. Titus beschreibt das so, oder Paulus beschreibt es an Titus, nicht Titus. Titus Kapitel 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade Gottes, der Geist der Gnade ist bei dir und er will dich unterweisen, das bedeutet trainieren. Er durchläuft ein Trainingsprogramm mit dir. Und was ist das Ziel, was ist das Lernziel, was sollst du lernen vom Heiligen Geist? Die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Verleugnen heißt Nein sagen. Sich abwenden, zu sagen, das hat mit mir nichts mehr zu tun, das war mein altes Leben, aber damit habe ich jetzt nichts mehr und da ist keinerlei Gemeinschaft. Der Heilige Geist will uns lehren, weltliche Begierden, die aufkommen wollen durch diese Lustangebote, zu verleugnen. Und lass uns das ganz klar uns vor Augen führen. Ohne dass jemand lernt, Versuchung zu überwinden, wird sich sein Charakter niemals verändern. Das ist ein Satz zum Mitschreiben. Ohne dass jemand lernt, Versuchungen zu überwinden, wird sich sein Charakter nicht verändern. Oder nenn es Heiligung. Er hat keine Chance zu wachsen in der Heiligung. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir diese Kraft der Gnade haben, den Heiligen Geist als unseren Helfer. Und ich sage es hier noch einmal ganz deutlich. Jede Lehre über Gnade, die nicht dich lehrt, Versuchung zu ernst zu nehmen und zu überwinden, ist nicht von Gott. Jede Lehre über Gnade, die diesen Punkt auslässt, Sünde ist gefährlich, hüte dich vor Sünde, halte dich fest am Heiligen Geist, hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und lerne vom Heiligen Geist geführt zu werden und weiche du vom Bösen. Jede Lehre über Gnade, die das nicht zum Zentrum hat, ist ein Betrug und gibt dir eine Leichtigkeit. Und wenn du einmal diese Buchtitel da siehst, ein müheloses Leben wird dir da versprochen, ein müheloses, erfolgreiches Leben. Hast du mal gehört, wie Paulus seinen Dienst beschreibt? Da gibt es ein Wort, viel Mühe. Ja, da kannte der die Gnadenbotschaft noch nicht, sonst wüsste er, ein entspanntes, einfaches Leben, ohne Mühe, mühelos, effortless spirituality, das ist das Schlagwort, mit dem heute Leute geködert werden. Ja, endlich mal raus aus dem frommen Stress, endlich mal durchatmen, endlich mal sich entspannen, endlich mal nichts tun müssen. Das klingt alles so lecker, aber wenn du Christ bist, hast du eine Menge Dinge zu tun. Du hast zu danken, zu segnen, zu dienen, zu vergeben, dich zu freuen, zu preisen. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Du hast eine Menge zu tun, jeden Tag. Aber du tust es nicht, um Gott gnädig zu stimmen, sondern weil Gott dir gnädig ist und weil du seine Liebe empfangen hast. Deswegen lernst du diesen Lebensstil. Sonst wird es wirklich ein religiöser Stress und du bist unter Werke statt unter Gnade.
Noch einmal zurück zu diesem Gedanken, die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. So, jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Jetzt überleg dir einmal irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, da bin ich noch nicht stabil, da falle ich sehr oft. Wie würde dein Leben anders sein, wenn du dieses Ding, in das du da immer wieder reinfällst, was immer das auch sein mag, diese Sünde, wenn du die wirklich hassen würdest? Das wäre die Lösung. Fertig. Du hast dieses Zeug und du fühlst dich davon nicht mehr angezogen. Macht das nicht Sinn? Okay, machen wir es noch ein bisschen simpler. Stell dir irgendein Essen vor, irgendein Gericht. Es gibt ja bald Mittagessen, aber nicht so bald. Ihr habt überzogen, ich überziehe auch. Ja? Gerechtigkeit muss sein. Also, irgendein Essen, wo du sagst, also das ist mein absolutes Ekelessen. Also, wenn ich nur daran denke oder das irgendwo riechen würde oder so, also da kommt es mir schon fast hoch und das kann ich nicht essen. Geh mal gerade so durch. Findest du so etwas? Bei Männern ist das schwieriger, weil die verwerten alles, ja, aber es gibt irgendetwas, wo du sagst, nie im Leben würde ich das anrühren. Also, nee, das kann ich nicht. So, also jetzt hast du dein Ekelessen, ja? Und jetzt gleich ist die Lektion zu Ende und du triffst hier einen alten Kumpel und sagst, pass auf, du, Kantine essen, schön und gut, aber ich lade dich ein. Und wir gehen richtig schick essen, ich lade dich ein und wir gehen richtig gut essen. Sag, das klingt gut. Du gehst mit. Und er sagt, weißt du, ich habe schon vorbereitet, gekocht für dich. Für dich. Ja, was gibt es? Und dann nennt er dein Ekelessen. Du sagst, das darf ja nicht wahr sein. Das Essen, wo dir nur der Gedanke schon alles irgendwie umdreht. Was passiert in dem Moment? Kriegst du Sorge, dass du nicht standhaft sein könntest? Rufst du alle deine Freunde an oder schickst noch schnell irgendwie SMS, betet für mich, fastet, dass ich standhaft bin, dass ich auf jeden Fall widerstehe, dass ich dieses Essen nicht anrufe. Ich habe Sorge, ich schaffe das nicht, die Kraft reicht nicht aus. Ich weiß nicht, bitte, bitte helft mir. Du brauchst niemanden. Alles, was du brauchst, hast du. Hass auf dieses Ekelessen. Und du sagst, eher sterbe ich, als dass ich das Zeug anrühre. Und auf einmal fällt dir ein, weißt du, ich faste heute, ich esse gar nicht. Also, ja, oder du hast einen Termin plötzlich oder du schickst eine Geheim-SMS, dass jemand dich einen Emergency anruft und du musst jetzt ganz schnell auf die Arbeit und bist unabkömmlich und musst leider absagen. Du wirst eine Menge dir einfallen lassen, aber du wirst dieses Essen nicht anrühren. Was hilft dir zu widerstehen? Es ist noch nicht mal widerstehen, es ist einfach nur der Hass, der Ekel. Gott hat Ekel auf Sünde. Gott sitzt nicht im Himmel und krammelt krampfhaft auf den Lehnen des Throns fest und sagt, ich darf diese Sendung nicht sehen, ich muss wegschauen, ich will das nicht. Aber alles in mir sagt, oh doch, nein, ich darf nicht. Gott ist Licht und das ist ekelhaft und er hat nichts damit zu tun und er sehnt sich nicht danach. Da ist nichts in ihm, was ihn dazu bringen könnte, dieses anzuschauen. Er ist Licht, er ist rein, er ist heilig. Und in dir wohnt der Heilige Geist und er will dir den Geschmack Gottes geben und er will dir beibringen, Sünde zu hassen. Und das ist der Weg, wie du überwindest. Das ist der Weg, wie du dich fernhältst von Dingen, die dir nicht gut tun und die Gott verunehren. Hass auf die Sünde. Das wirkt das Wort Gottes. Das wirkt die Gemeinschaft mit Gott. Das wirkt einfach diese Hingabe an ihn. Er will seine Furcht in dein Herz legen. Das heißt, er will dir beibringen, Sünde zu hassen. Was tust du jetzt mit so einer Verheißung? Du sagst, die nehme ich, das ist die Lösung. Und du bist vor Gott, Tag für Tag, und du betest ihn an. Und sagst, Gott, du hast verheißen, ein neues Herz zu geben. Ein Herz, in dem deine Furcht wohnt. Das will ich haben, hier bin ich. Ich öffne alles in mir, tu es jetzt.
Kombiniere das mit Jeremia 31, 33. Ich schreibe mein Wort auf euer Herz. Dein Herz wird umgeformt, umgepolt, umgeprägt, indem Gott sein Wort auf dein Herz schreibt. Das ist der neue Bund. Kommt zweimal in Hebräer 8, Vers 10 und Hebräer 10 nochmal, wird das dann zitiert noch einmal. So, das gilt uns. Das ist nicht nur für Israel der neue Bund. Es gibt nur einen zweiten neuen Bund. Es gibt keinen neuen Bund für Israel und einen neuen Bund für uns. Es gibt nur einen neuen Bund. Und den haben wir jetzt schon. Und da dürfen wir drin leben. Und dieser neue Bund ist nicht Heilung, Befreiung und Wohlstand und ein glückliches Leben. Dieser neue Bund ist ein Herz, das mit Gott gehen kann. Oder Jeremia 24, 7, ein Herz, das Gott erkennen kann. Ein Herz, das das Wort empfängt, eingraviert auf die Tafel des Herzens. Das ist der neue Bund. So, das ist das Zentrum dessen, was ich tue, jeden Tag, wenn ich meine Zeit mit Gott habe. Ich bin vor ihm, ich bete nicht meine Nöte, ich bete nicht meine Projekte, ich bete nicht meine Sorgen, ich bete nicht meine Anliegen, sondern ich komme vor ihm und sage, hier bin ich. Und ich komme immer wieder mit dem Gleichen. Ich sage, du hast versprochen, mir ein neues Herz zu geben, indem du deine Furcht leben lässt. Du hast versprochen, dein Wort auf mein Herz zu schreiben. Und ich komme zu ihm mit Worten. Hosea sagt, kehrt um zum Herrn, bringt Worte mit. Bring Worte, möglichst wenig. Nicht einen ganzen Sack voll, möglichst wenig. Frag den Heiligen Geist, was sind aktuelle Worte für die Phase deines christlichen Lebens, wo du jetzt bist? Irgendetwas über die Liebe Gottes, über den Vater, über weiß ich nicht was. Der Heilige Geist wird dich leiten. Und dann komm mit diesem Wort und sag, Gott, das ist dein Wort. Ich glaube deinem Wort. Ich ehre dein Wort. Ich habe alles Recht, die Realität, die geistliche Realität dieses Wortes zu erleben. Und ich warte jetzt vor dir und du schreibst dein Wort auf mein Herz. Das heißt, mein Herz und dein Wort gehen eine untrennbare Verbindung ein. Das Wort Gottes hat Kraft, dein Herz zu verändern, hat Kraft, deinen Geschmack zu verändern. Du bist Nachfolger Jesu. Was heißt es von ihm? Hebräer 1, Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Wir sind seine Nachahmer. Was bedeutet das? Wir lernen, Gerechtigkeit zu lieben und Gesetzlosigkeit zu hassen. Und das ist die Lösung auf das Sündenproblem. Das ist die Antwort, wie wir lernen können, uns rein zu bewahren. Das ist der Weg Gottes, ein verändertes Herz. Wir sind vor ihm. Und so wie im alten Bund auf Steintafel geschrieben wurde, so wird jetzt im neuen Bund auf die Tafeln des Herzens geschrieben. Und der Ort, wo geschrieben ist, ist der gleiche, der Berg des Herrn. Das heißt, Gegenwart Gottes, Anbetung. Du suchst ihn, du verbringst Zeit, du betest ihn an, betest im Geist, heb deine Hände, rede mit ihm, als wenn er da wäre, rede mit ihm, als wenn er hören würde. Tu so, als wenn es ihn wirklich gibt. Wir müssen unser Herz überzeugen, sagt Johannes. Wenn unser Herz uns verdammt, dann müssen wir unser Herz vor Gott zurechtbringen. Wir müssen unser Herz zur Ruhe bringen. Du bringst dein Herz zur Ruhe durch Wahrheit. In die Gegenwart Gottes kommst du mit Worten und du sprichst Wahrheit in sein Angesicht. Und du glaubst ihm, du machst Pausen und du wartest und sagst Danke. Du schreibst dein Wort. Das ist, wie dein Herz verändert wird. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Es ist die einzige Möglichkeit, die die Bibel beschreibt, wie dein Herz verändert werden kann. So, vielleicht einige von euch müssen das Programm ihrer stillen Zeit ein bisschen ändern. Bete nicht für Oma Bertha und für ihren Dackel und für dies und für jenes und alles und dann fällt dir nichts mehr ein. Bring dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Bring dein Herz. Und bring es zu ihm und sag, Gott, das spüre ich. Da ist noch Lust nach diesen Dingen, da ist dies, da ist das. So wird umgesetzt, was Paulus sagt, tötet Unreinheit, böse Begierde. Wie wird das getötet? Im Licht der Heiligkeit Gottes. Sünde kann nicht bestehen bleiben, Begierde kann nicht mehr blühen und wachsen und ihre hässlichen Früchte bringen in der Gegenwart eines heiligen Gottes.
So, du suchst ihn und deine Augen werden aufgetan und du siehst ihn und du erkennst, wer er ist. Und du sagst ihm, was er dir gesagt hat. Du sagst ihm die Verheißungen, die er dir gegeben hat. Und bitte sag nicht, wozu soll ich ihm die Verheißung sagen? Die wird er ja wohl noch wissen. Hat sie ja selber geschrieben. Du machst das nicht für ihn, du machst das für dich. Da ist Kraft in dem Sprechen des Wortes Gottes. Und die größte Kraft wird freigesetzt, wenn du das Wort Gottes in das Angesicht Gottes sprichst. Das ist die größte Kraft, die freigesetzt wird. Du bist vor ihm, alles andere ist beiseite. Telefon ist still, alles, was dich stören kann, ist ausgeschaltet. Das ist, was Jesus meint, schließ dein Kämmerchen ab. Du musst nicht mit Handy deine stille Zeit machen. Für den Fall, dass eine wichtige SMS kommt. Die wichtigsten SMS kommen vom Himmel. So, du kannst mal für eine Stunde offline sein. Es ist möglich. Probiere es mal. Und oh Wunder, du überlebst das. Für eine Stunde mal von deinen Freunden nicht erreichbar zu sein. Es ist möglich. Denk einmal noch vor 15 Jahren konnten wir auch leben und hatten keine Handys. Wir sagen heute, wie ging das eigentlich damals? Ja, das ist ja heute gar nicht mehr denkbar. Lass uns nicht abhängig werden von diesem Ding. Wir können es nutzen, es ist nützlich, aber wir wollen nicht davon abhängig sein. Und man kann sein Handy ausschalten und sagen, Gott, damit zeige ich, du bist mir wichtiger und ich erwarte Wichtigeres von dir als irgendwelche heißen Meldungen von meinen Freunden, was die gerade kochen oder wie die drauf sind oder in welchem Zustand die sich gerade befinden. Ich will wissen, in welchem Zustand bist du und wie denkst du über mich und was siehst du und was ist dir wichtig und was hast du für mich. Das ist mir wichtiger als irgendetwas anderes. Sein Wort in sein Angesicht. Und dann warten und glauben, dann widersprechen, dann wieder warten, dann wieder glauben. So kommt das Wort in dein Herz hinein und es wird Substanz sein, es wird Leben und es wird saftig werden und es wird dir neue Dinge beibringen und du lernst vor allen Dingen, Böses zu hassen und das Gute, die Gerechtigkeit zu lieben. Halleluja. Vater, wir danken dir für die Kraft deines Wortes. Wir danken dir für diese gewaltige Verheißung, durch die wir Teilhaber deiner göttlichen Natur werden können, dass wir vor dich kommen können mit deinem Wort und dass du versprochen hast, in unser Herz deine Furcht zu legen, dass du versprochen hast, dein Wort auf die Tafel unseres Herzens einzugravieren und zu schreiben und unser Herz zu prägen. Und wir glauben dir. Und wir danken dir für diese großartige Perspektive. Du lehrst uns, das Böse zu hassen. Und da ist die Freiheit. Und wir sagen nicht mehr mit verkniffenen Lippen Nein und alles in uns sagt, ich will aber eigentlich doch, sondern wir sagen Nein aus tiefster Überzeugung, weil wir wissen, diesen Müll brauchen wir nicht mehr. Und dank sei Gott, wir sind nicht mehr Sklave der Sünde. Und dank sei dir, dass wir diesen Plunder nicht mehr in unserem Leben haben müssen. Wir sind frei, weil du uns frei gemacht hast. Und wir genießen die Freiheit. Und hilf uns, in dieser Freiheit zu bleiben und nicht wieder rückfällig zu werden und uns auszustrecken nach den Dingen, die uns angeboten werden, die Begierden dieser Welt. Danke für diese Perspektive, danke für dieses Leben, danke für ein neues Herz, das du uns gibst. Und egal in welchem Zustand irgendeiner hier sein mag, das funktioniert für jeden. Egal wie viel Lüste, egal wie viel Versklavung, egal wie viel Gebundenheit und Dreck und Unrat und Bosheit und Zorn und Rache und Bitterkeit, egal was da sein mag, in deinem Licht, in deiner Gegenwart wird das alles fachgerecht entsorgt. Wir danken dir für deine Gnade. Halleluja. Amen. Amen. Amen.